erleuchteter Mechanismus, den man ohne weiteres als Trigger bezeichnen kann. Kaum ein Begriff wird in der Psychologie so sehr zum Geheimnis degradiert wie der Trigger. Sie würden wieder die Ersten sein, die lachend auf den Wachtürmen Platz nehmen würden. Diese Menschenhasser, die alles andere als links sind, machen nicht mal vor ihren eigenen Kindern Halt. Wie auch in Freiburg gesehen, wo die Eltern der ermordeten Maria noch bei der Beerdigung für ihr verlogenes Projekt Spenden sammeln. Von eigenen Kindern, von Menschen, die nichts anderes im Sinn haben, als ihre Posten, Diäten, ihre Machtpositionen, selbst wenn es nur als ein kleiner Bürgermeister in einem kleinen Kandel ist. Das von der Industrie plattgewälzt wurde. Menschen, die sich von der Massentierhaltung, Fastfood und Bergen von Süßigkeiten ernähren. Mit Drogen, Alkohol, TV-Serien und Online-Spielen betäuben. Komplette Tierarten wurden ausgelöscht. Hühner und Schweine sitzen in engen Käfigen und warten auf ihre Hinrichtung. Unsere Alten werden an Betten gefesselt, unsere Kinder missbraucht, manipuliert und zum perfekten Sklaven hochgezüchtet. Wie viele Missbrauchsfälle von Kindern sind mittlerweile bekannt? Zum Beispiel bei der Kirche. Und was wurde unternommen? Nichts wurde unternommen. Zahlen weiter unsere Steuern, während sie unsere Wälder roden für sinnlose Stromtrassen und Windräder. Und vor dem kommenden Finanzcrash noch schnell alles privatisiert werden soll, was wir zusammen mit unseren Vorfahren mit Schweiß und Blut aufgebaut haben. Und da haben es diese selbsternannten, heuchelnden Sozialdemokraten nichts anderes im Sinn, als in Kandel gegen Frauen und Mütter zu demonstrieren, die auf der Straße stehen und sagen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.